Morgen, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen, liebe Community. Heute am Samstag um 10.30 Uhr gehe ich wieder die Zoom mit euch live. Sliderfit, das sage ich aber später noch was dazu. Jetzt für alle, die sich schon draufgeschalten haben, nächste Woche Samstag, schaut mal hierher. Wir lassen es uns nicht nehmen, in dieser Zeit auch noch was ganz, ganz Besonderes mit euch zu machen. Und zwar die mega Saturday Yang und Yin Live Convention mit ganz vielen tollen Kollegen von mir. Wir starten nächste Woche um 9.30 Uhr in unserem Newsroom. Aktuelles im Newsroom auf der Body and Soul Homepage seht ihr das auch schon, welche Formate wir vorbereitet haben für euch. Lasst euch einfach überraschen, tragt euch den Termin ein, einmalig. Ja, ihr wisst, wir sind immer für Highlights für euch zu haben oder wir überlegen uns immer was Neues für euch. Deshalb 25.04. ab 9.30 Uhr wird geturnt mit uns. Dann lege ich das mal kurz beiseite und hole mir meine nächsten Arbeitsmaterialien. Und zwar Sliderfit oder Body Styling Sliderfit XXL steht auf dem Programm. Ihr braucht jetzt entweder zwei Waschlappen oder zwei Gästehandtücher, also ab nochmal schnell ins Bad laufen, wenn ihr sie noch nicht da habt. Oder wer so gut vorbereitet ist wie ich, Werbung in Eigenmarketing, ja, hat zwei Body and Soul Mauspads dabei oder andere Mauspads. Weil es geht jetzt darum, diese Bodystyling-Übung, die ich euch heute mitgebracht habe, mit einem Slide zu machen. Das heißt, entweder ist das Pad unter den Füßen und ihr rutscht über den Boden oder er ist unter den Händen drunter. Ja? Wir werden immer ein Cardio-Workout haben. Und zwei Slider-Fit-Workouts, wobei entweder die Hände mit dem Slide in Kontakt sind oder die Füße. Und dazwischen, wenn wir drei Runden durch haben, gibt es einen Schmankerl von 30 Sekunden. Ja, also das ist wieder mein Aufbau. Wie immer fangen wir an mit Aufwärmen, ganz am Ende steht Cooldown. Und dazwischen, liebe Anja, dein neuer Fokus, ja, Slider-Fit. Viel Core-Training, viel Stabilisation, sexy Beine, schöne Arme. Das ist unser Fokus. Lasst uns starten und habt viel Spaß da draußen. Vergesst mir nicht zwischendrin auch zu schreiben, wie es euch geht. Und wenn es nur der Smiley ist oder Daumen hoch. Ich mache mein Mikro an. Ihr seht vielleicht von euch aus auf der rechten Seite, der Gong ist auch wieder dabei. Das ist mein neuer Freund. Ja? Den benutze ich immer, wenn ich sage, jetzt geht's los oder wenn 45 Sekunden vorbei sind. Wie geht's los? Mit dem Warmzappeln. Breite Füße. Und das erste Feedback ist immer, wenn ich starte, Musik okay, Mikro okay. Ja, Outfit, heute Black is beautiful. Breite Beine, los geht's, Community. Schulter kreisen nach hinten, weit und groß. Atmung fließen lassen, du hast dir jetzt genau deine 60 Minuten rausgesucht. Sieh nach guten Morgen, wenn du schon wach bist und dir den Termin gesetzt hast. Tempo. Yeah. Ja, die Niki wird sich wieder freuen, dass ich ein paar Liegestützen dabei habe für die Italien. Ich habe was für die Taille dabei. Die kleine Meerjungfrau. Mach den Rücken rund und lang. Einatmen, ausatmen. Zieh den Bauchnabel rein und raus. So. Jawohl, lass mir ein bisschen Zeit. Komm mit mir in die Füße. Step by step rein. Vier weg. Vier. Drei. Komm hoch. Hip touches. Left. Right. Ja? Zieh bewusst von einer Seite zur anderen Seite. Atme schön gleichmäßig. Zieh und dreh dich. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Länge und ich brauche die Sprunggelenke. Ja, ich werde heute wieder leichte Sprung, leichte Laufübungen in den Cardio-Exercises dabei. Deshalb machen wir uns gut warm. Gruß, guten Morgen. Maike, du bist auch da. Sehr gut. Ferse zum Po. Aha. Erst zum Po. Einatmen, ausatmen. Und denkt dran, Sport macht Spaß. Auch mal ein bisschen lächeln. Ihr Lieben, little knee-ups. Right and left. Oh. Tiefes Atmen. Ah, Sabine, Nicole, guten Morgen. Die Community wächst. Wir kommen während des Warm-ups rein. Einatmen, ausatmen. Stay up. Rücken rund. Arme weit öffnen, vorbereiten für die Liegestütze. Warm-up, einatmen. Mach dich ganz rund. Und nochmal strecken. Und tief, zweimal mehr. Auf geht's, einatmen. Ausatmen.
ausatmen. Einatmen, ausatmen. Beide ausschütteln. Wenn ihr nicht so einen weichen Boden habt, Fuß, ich weiß, du turnst im Wintergarten, wäre es auch möglich, dass du dir einfach eine Matte unterlegst, ja? Die brauchen wir gleich. Ich zeige schon die zwei Übungen, die wir gleich damit machen. Und zwar das sogenannte Trizeps-Push-Up. Entweder auf Knien, ein Arm nach vorn und einer bleibt bei mir liegen. Ja, alternativ kannst du das natürlich auch gestreckt machen. Ja? Ich habe auch dazu gemacht, weil es ist echt anstrengend. Aber ihr könnt es ausprobieren. Und die zweite Übung ist im Stehen. Da habt ihr alle nur auf einer Seite, schaut mal, und ihr slidet zur Seite raus. Ja, das eine Bein steht und das andere gibt den Druckkraft. Das sind die Übungen 2 und 3. Übung 1, mit der starten wir. Scissor, Scissor, Squat. Da gehe ich gleich mit euch direkt rein. So, vorbereiten. Beine schaffen. Ja? Ich mache immer 30 Sekunden mit. Und dann hast du noch 15 und dann kommt der Gong. Achtung, vorbereiten. Erste Übung. 4, 3, 2, 1. So, und bei diesem Break drehst du dich jetzt seitlich. Auf, tief. Auf, tief. Vor, drehen. Vor, drehen. Einatmen. Ja, denkt dran, ich bin bei euch immer für 30 Sekunden. Und die letzten 15 machst du ohne mich. Dann ziehst du durch. Ab jetzt 15 Sekunden. Halte durch und gib noch ein bisschen mehr Gas. Drin bleiben. Ich mache mich auf den Weg zu meinem neuen Spielzeug. 4, 3, 2, break. Ab nach unten, Liegestützen. Ich versuche mich heute auch nicht zu verzählen oder Übungen zu vergessen. Gut, dein Tempo. Wenn du die Beine aufmachst, kannst du sie auf Knien schneiden, wenn du sie streckst. Ich bleibe auf den Knien. Go, 1. Oh, und da war die Musik. Kurz mal aus. Ihr macht einfach weiter Liegestützen. Ist ja nicht so, dass alles live ist. Vergesst mal nicht zu zählen. Schalalalalalala. Ihr macht einfach weiter Liegestützen. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Oder einfach, die Susan findet schnell eine neue Musik, was sie natürlich auch findet. So, ihr macht jetzt jeder genau noch 4 Wiederholungen ohne mich. 4 Wiederholungen, 3 Wiederholungen, 2 Wiederholungen, letzte Wiederholung. Intelligentes Schummeln, aber es ist nicht so schlimm, war die erste Runde. So, jetzt ab nach oben. Rechtes Bein drauf. Vorbereitet, Community. 4, 3, 2, go! Solche kleinen technischen Herausforderungen. Wisst ihr, wie in deinem Adrenalinspiel nach oben treiben? Wie gut, dass ihr meine rote Gesichtsfarbe nicht seht. Hahaha. Schieben und ziehen. Merkt euch so. Dieses Bein. Denkt dran, 3 Runden kriegt das Bein. Schieben so. Und ziehen. Stark sein. 4, 3, du hast noch 15 Sekunden. Schieb das Bein noch ein bisschen tiefer und weiter nach außen. Ready for some action. Franklin's Bryce and Jackson. Ready for umso weiter das Bein nach außen, umso mehr Schrappen für den Innenschiff. Vorbereitung. Pause. Sehr schön. Ich slide beiseite. Wir bereiten uns wieder oben vor. Single Dame. Mit der Drehung. 4, 3, 2, los geht's! It's a movie when I hit the club. Man, all these girls showing out. Versucht euch groß zu machen. Und in die Nähe. Nein, nach unten. Gemeinsam 15 Sekunden. Schieber. Sehr schön. Gib mir noch 4. Und dann bist du wieder ohne mich. Genau noch für 15 Sekunden. Jetzt du allein. Hopp. Bei der Grätsche ein bisschen tiefer den Popo abfallen lassen und beschleunigen nach oben. Noch 4. Noch 3. Klöppelalarm. Break. Jetzt. Ab nach unten. So. Jetzt
jetzt eine Liegestützrunde in der Originallänge. Mit Musik. 4, 3, 2, go! We up on my props, bitch. See it, then I cop it. Ready for some action. Franklin, Branson, Jackson. Ready for some action. Erste Runde geht's. Zieh den einen Arm weit nach vorne. Wenn du möchtest, mach die Beine lang. Vielleicht kommt dann der Arm nicht mehr so weit nach vorne. 30 Sekunden. Drück deine Hände fest auf die Pads. Oder auf die Wandklappe. Oder auf die Gästehandtücher. 15 Sekunden noch. Während du da vorne schiebst, brauchst du ganz viel Vorspannung, ja? Der Körper muss stabil sein in der Mitte. Deine letzten 2, 4, 3, 2. Bam! Jetzt! Eins beiseite. Leichtes Bein wieder rüberschieben. Aufgerichteter Körper. Standbein belastet, Ferse am Boden. Go! It's a movie when I hit the club. Man, all these girls going out, man, they show me love. Drück den Fuß drauf. Gib Knopf auf deinen Slider. Und setz dich tief ab. Nochmal, warte nur 15 Sekunden. Sehr gut, tief. Guten Morgen an die Martina Gerrit. Jawohl. Die Community ist da. Ich bin bei euch. In 30 Sekunden. Bremse rein, noch 15, hier noch. Gib Gas. Ja, denk dran, nicht 30, hier 45. Das ist der Unterschied, Trainer und Schüler. Ihr seid super. In 4, 3, breaky break, jetzt. Ich weiß gerne, du kontrollierst, dass ich ja keine Übung vergesse. Aber pass auf diesmal. So, ihr Lieben, wieder der Saison und der Sport. 4, 3. Ready, team, go! Hop! And down. Up. Mach die Arme. Begleiten die Bewegung. Oberkörper bleibt oben, wenn du den Sport machst. Gib mir nochmal. 8 mit mir. Mach so lange, wie ich bei euch bin, laufen immer noch die 30 Sekunden. Dein Po setzt sich ab. Ich habe ein bisschen früher aufgehört in der dritten Runde. Ich spare und spucke. Ihr habt noch 15. Weiter, weiter, weiter. Community, komm. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir wieder live 1:1 uns mit Sicherheitsabstand sehen. Und so lange machen wir gemeinsam weiter. Stop! Ab nach unten. Liegestützen. Männer gern breite Füße. Und den Arm nicht ganz so weit nach vorne, je nachdem wir schaffen. Go! Jetzt! Ah, ich bin froh, dass ich bei dem Slider die einfache Variante auf den Knie trainieren kann. Dafür aber meinen Arm ganz bis weit nach vorne bringt. Wunderschöne Arme für den Sommer 2020. Schieb dich weit nach vorne. Meine 30er Trainings sind jetzt durch. 15. Drinbleiben. Ja, ich weiß, ich habe keine Kontrolle, ob ihr mittrainiert. Aber ich vertraue euch, wenn ihr einmal mit mir im Workout anfangt, zieht ihr es bis zum Ende durch. 4, 3, Community, break. Ab nach oben. Dritte Runde, erstes Bein. Und dann Lil Schmanker. So, ich habe meinen Fuß schon wieder bereit. Wie wäre dann soweit? Top die Wände. 1, 2, 3. Hopp! Schieb und zieh. Oh. Ah, der Oberkörper stabilisiert in der Tiefe der Bewegung mit. Und zieh das Bein ran. Und merkt ihr bitte unbedingt, welches Bein gerade 3 Runden trainiert hat. Weil irgendwann später kommt das zweite Bein. Das waren 30 Sekunden. Ihr seid weiter dran. Ihr kriegt noch nicht die Erholung. Nächster. Weiter auf. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Breakout Team. Und hier geblieben. Mein Schmankerl. Das kommt 5 Mal mit 30
Sekunden. Ihr Lieben, ihr dürft auf die Füße gehen. Wartet schnell, bevor es losgeht. Schultern, Hände, Ellenbogen, eine Linie. Und wir machen den sogenannten Mountain Climber. Einmal 30 Sekunden, so schnell du kannst. Bereite dich vor. Füße drauf. Und los geht's. Ich sage, start mit meinem Gong. 4, 3, 2, ready team. Auf geht's, 30 Sekunden, go! So, jetzt wird das Parkett geputzt. Auf die, Körperspannung halten. 15 Sekunden noch. Übung 2. Little Mermaid. Stopp. Einen Damensattel, auch für die Männer. Ein Bein gebeugt, zweites Bein gebeugt. Beide Hände. Schieb nach vorn und zieh zurück. Meine liebe Tina, meine liebe Kollegin aus dem Marketing, das ist eine super Übung für die Taille. Na? Dann klappt es auch mit dem nächsten Klappmesser. Check mal. Übung 1. Übung 2 für die Beine. Achtung! Alles stehen. Vor uns habe ich das Bein weggeschoben. Jetzt stehe ich genau auf dem Bein. Und das hintere Bein. Wartet schnell. Schaut mal. Das ist der Repeater. Wischen. Ah, jetzt merkt ihr schon, jetzt geht es viel über den Boden. Und Übung 1 im Stehen. Machen wir zusammen. Spickzettel, Ice Skater. Oder lecker, Alternative. Alle da? 4, mit mir. 4, 3, 2, go! Peter, bist du auch schon da draußen? Das sind wieder unsere Übungen, wo die Angst und Schweiß planen. Na, Ice Skater. Alternative, lecker. 30 Sekunden. Gehe ich wieder bei euch. Ich nähere mich meiner 30. Ihr habt noch 15. Jetzt weiterlaufen. Jeder so schnell er kann. Oder noch schneller. Oder alternativ Fuß ein bisschen ruhiger. Fühlt euch frei. Make your workout. Break! Die Meerjungfrau. Die Männer, sorry. Geile Taille. Jetzt kann ich den Pöppel. 4, 3, 2, go! Schieb, zieh, schieb, zieh. Hopp, hopp. Du kommst auf 24 Stück. Hopp. Wenn du oben bist, Schultern tief. Einatmen, aus. Da ist Nummer 30. Noch 15 Sekunden. Weiter, weiter, weiter. Intensiver. Noch weiter nach vorne. Die letzten 2 mm. Für die Taille rausholen. Achtung. Break. Ach, das Bein ging vor uns bei mir zur Seite. Auf diesem Bein stehe ich jetzt drauf. Geht tief. Go, jetzt. Hopp. Hopp. Du hängst dich auf das vordere Bein. Skater, repeat das schnell. Lass den Schweiß tropfen. 15 Sekunden noch mit mir. Umso weiter oben, umso leichter, umso weiter unten.
Skating. Ich mache meinen Flöppel. 4, 3, 2, go! Ah, Steff ist auch da. Steff, guten Morgen. Ich bin vorhin bei Markus, bei Zoom, online vor der Kamera. Ja, zieh weiter. Bleib bei mir und halte durch. Deine Stunde, dein Training. 30 Sekunden sind durch, 15 noch. Du befindest dich erst im zweiten Durchgang. Intensiviere oder zieh die Bremse rein. Mach das, was da draußen möglich ist. Ihr Lieben, Bremse. Stopp. Ab nach unten. Zur kleinen Meerjungfrau. Die gleiche Seite, richtig. 24 Stück. Ich klöppel. 4, 3, 2. Leg du los. Nase Richtung Boden, lange Schultern und drücke mit deinen Händen fest die Pads auf den Boden. Druck, zu, Druck, zu. Das waren 30 Sekunden. 8 noch, 7 noch. Gassi gehen zu tun, sondern einfach nur tief
feucht werden. Ja? Immer tiefer, immer tiefer. Noch 4, 3, break in. Holt euch wieder beide Pads. Wir treffen uns zum Schmankerl. Ah, der sogenannte Mountain Climber. 30 Sekunden, eine Runde. Und dann große Pause. Von Übung 3, dritte Runde zum Mountain Climber, hast du 30 Sekunden. So, vorbereiten. Oh, meine Spitze ist aber viel. 4, 3, 2, los geht's, Mountain Climber. Yes! Ja. Ah, Arm straight, eine Schulterlinie, Schulter, Elbow, Hands, Füße ziehen vor, Knie zwischen deine Arme rein. Gib mir deine letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, große Pause, Achtung! 8, zweimal der Gong, große Pause, trinken, Schweiß wischen, kommentieren. Oh, Niki hat geschrieben, dass sie lieber beim Picknick ist. Ja, dann trainierst du heute Abend nach. So, ihr Lieben, nächste Exercises. Spickzettel, Runde 3. Hoch. So, jetzt ist wichtig, ich zeige euch Übung 3. Wir gehen jetzt auf das andere Bein. Wir machen jetzt den Lateral Lunge auf das andere Bein. Ab Übung 3. Übung 2 ist mein persönlicher Liebling. Der Upper Body Swim. Füße aufstellen, Hände neben die Brust. Und während du aus dem Wasser tauchst, schwimmst du mit den Händen so weit wie es geht nach vorne. Sollte Aua in der Schulter sein, ist sie ein kleiner Schritt. Aua am Rücken nicht ganz aufrichten. Übung 1. Und zwar die Cross-Packs. Und schaut mal, wenn es möglich ist, hüpfst du dir ein bisschen mit mir. Ja, wir schauen mal, wo wir alle hinkommen. In 4, 3, 2, cross back. Alternativ. Andrea, Irina, Irina, guten Morgen. Heute mal eine Stunde Workout mit mir. Sehr schön. Come on, 8 noch. 7 noch. 6 noch. Ah, bei den cross backs. Es ist mir immer wichtig, dass man versucht, das hintere Knie so weit wie es geht bis zum Boden zu bringen. Das waren 30 Sekunden. Du hast nur 15. Gib Gas. Oder mit Sprung. Du ziehst das Knie ein bisschen tiefer. Ich sehe euch alle. 4, 3, Community, break. Ab nach unten. Upper Body Swim. Wunderschönes Training für den Rücken. Ich drehe mich so rum, dann bin ich schneller bei der Rücken. Ready, 4, 3, 2, go! Spann den Popo an, der Blick leicht nach vorn. Wenn du aus dem Wasser aufkommst, drücke deine Füße fest in den Boden. Schnallst den Popo und die Hände so weit nach vorne und außen, wie du selber für dich kannst und brauchst. Das waren 30 Sekunden. Weitere 15. Keine Gnade. Body Styling XXL Style of Fit. Powered by Sue. Also überlegen wir immer neue Highlights für euch. Raus aus der Komfortzone. Bremse. Das zweite Bein für diesen Side Lunge. Hier kommt mein zweiter Fuß und ich starte mit euch. 7, 7. Liebe, ich habe den Gong vergessen, aber ihr macht einfach weiter. Macht Druck zu. Wichtig, wir sind jetzt alle auf dem anderen Bein drauf. Dein Oberkörper weicht aus, richtet sich auf. Einatmen, ausatmen. Ah, weiß nicht. 4 mehr.
tiefer. Ja, in einer Stunde würde ich genau sehen, wer versucht mich zu bemogen. Das sehe ich jetzt nicht, aber es ist unsere Zeit, wenn wir gemeinsam den optimalen Trainingsreiz finden. Bremse! So, wir fangen wieder ganz von vorn an. Der Crossback, gesprungen oder nicht gesprungen. Alle da? Team, 4, 3, 2, go! Ich zeige den Crossback auch mal seitlich. Wenn man ihn nicht springt, habe ich einen stark aufgerichteten Oberkörper, einen stabilen Rumpf und versuche, mein gesundes Knie fast bis zum Boden zu bringen. Wenn ich effizientes Beintraining haben möchte, dann muss ich versuchen, so tief wie es geht mit dem hinteren Knie zu kommen. 10 Sekunden. 10. 9. 7, 6, 5, 4, 3, are you ready, break? 4, 3, 2, go! Jetzt treffen wir uns in der Sprintposition. Legt ihr euch hin? Ich bin gleich bei euch. 4, 3, ready, auf geht's, los! Macht die Füße fest und entscheide. Weit du deinen Oberkörper in Länge aufrichten kannst. Weit können deine Hände nach vorn außen, aber weil die Swim-Bewegung machen. Wir nähern uns jetzt der 30 Sekunden-Marke. Die Hände noch fester, 15 Sekunden. Drück deine Tatzen richtig drauf. Maximale Spannung, ja? Schön fest nach unten drücken. Für genau 4 noch. Für 3, 2, 1, break. Wir treffen uns um. So, heute kriege ich ein Fleißbienchen. Bis jetzt noch nichts vergessen. Aber ich will auch nicht zu früh schreien, gell? Denk dran, Bein zur Seite. 4, 3, 2, go! Sehr gut. Mein Oberkörper macht eine leichte Vorwärtsbeuge, während ich mich stark auf mein Standbein konzentriere und mein anderes Bein sliden lasse. Bleib dabei, halte durch. So, deine 15 Sekunden in der zweiten Runde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist wahnsinnig warm. Klar, wenn man von 15 Kameras angestrahlt wird, plus tollen Lichtern, da ist schon was los. Bremse rein! Das war erst die zweite Runde. Nein, euer Bild steht nicht Kopf, ich stehe Kopf. Ja? Also treffen wir uns wieder oben. Cross back. Ready? 4, 3, 2, go! So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich mich selber heute mit euch challengen kann. Und wenn ich merke, der Muskel wird jetzt im dritten Block schon ganz schön, schreit er, aua, oder müde, mache ich meine Technik etwas ruhiger. Qualität vor Quantität. 15 Sekunden noch. Dritte Runde. Drinbleiben. Stimmt. Conny, du bist auch dabei. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen zwei Connys da draußen haben am Bildschirm. 4, 3, 2, break! Ab zum Schwimmen! Seid ihr schon wieder da? Okay, ich bin auch soweit. Ich klöppel für euch. Go! Einatmen, ausatmen. Gib mir maximal 30 Sekunden, davon begleite ich diese 15 Sekunden. Hebe mich so weit an, wie es hier im Rücken angenehm ist. 30 Sekunden geschafft in deiner dritten Runde. Atme nicht in
Chef ist auch mal froh, wenn ich samstags Snyderfit mache, ist der Teppich gewischt, alles sauber, hygienisch. Achtung, 4, 3, 2, wait! Wir treffen uns oben. Meine Frisur sitzt noch, alles schön. 4, 3, dein zweites Bein. Go! Am zweites Bein, allerdings dritte Runde. Tief. Was kommt nach Runde 3? Yes! Eine Runde Schmankerl. Einatmen, ausatmen. Wichtig ist immer der Fuß, der auf dem Boden bleibt, dass der wirklich fest gedrückt wird. 15 Sekunden hier noch. Und dann ist auch dieser dritte Durchgang für den zweiten Fuß geschafft. Und ich hoffe wirklich für euch, dass ihr das andere Bein hattet. Sonst macht es übermorgen. Aua, aua! Break! Ifna, ich weiß, dass du auch da draußen bist, dass du ganz oft unsere Workouts abends und nachts tust, wenn du aus dem Alltag kommst. Danke. Hier. Ah ne, 30 Sekunden Pause. Warte, der Mountain Climber. Jetzt schon beinahe 15 Sekunden Pause geknallt. Gut. Ihr seid soweit. Füße auf die Plätze. Top Team, ready, good. Yes. Nur 30 Sekunden. Drückt die Füße fest auf das Pad. Und währenddessen spannt sich dein Core richtig an. Bauchnabel, vordere Taille. Vordere Taille ist auf dem vorderen Rumpf. Fest, break. Achtung, Doppelgong. Drei Runden, Haken dran. Block 4 wird vorbereitet. So, jetzt nehme ich mal was. Okay, ihr Lieben. Runde 4. Übung 2, logisch. Ihr sitzt mir auf der Meerjungfrau auf der zweiten Seite. Das ist Übung 2. Setzt euch bitte auf die andere Seite, ja? 24. Übung 3 ist demzufolge der Repeater mit dem anderen Fuß. Ja? Anderer Fuß, richtig. Zweiten Fuß. Okay. Das heißt, diese Übung hatten wir schon. Soll ein bisschen leichter gehen. Übung 1. Konzentrieren. Vor, rück. Auf, zu. Rück, vor. Auf, zu. Vor auf zu, rück auf zu. Ja? So, vorbereiten, ihr Lieben. Top die Wette killt. In 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go! Let's go, I can take you where you want to go. Let's go, I can take you where you want to go. Let's go, I can take you where you want to go. Sehr gut! Ihr habt noch 15 Sekunden. Immer ein Vorrück, auf zu, rück vor, auf zu. Ist so ein Plus, wie das Plus bei Body and Soul. Genau so ist die Bewegung. Bremse rein, ein bisschen mehr Meld, aller Seite. Ab nach unten, ihr Lieben. Zuhören, wann geht's los? In 4, 3, start now. Hüpf! Das untere Bein ist das vordere Bein. Das obere Bein ist das hintere Bein. Zu. Das Prinzip, dass ich 30 Sekunden mit
Slide of Hands powered by Sue. 4, ihr Lieben. 3, ich mache mich schon mal auf den Weg nach oben. 2, and break. Stop. Let's go. Einatmen, ausatmen. Ach, mein Blick. Ziel vor Augen. 30 Sekunden nicht bei euch. Oberkörper stabil. Das sind 30. Und ja, so langsam werden die Raketen, Beine und Po, die großen Muskelgruppen auch mal müde. Das ist völlig normal, wenn man effizient immer an sein Maximum geht. Bremse, ihr Lieben. Stopp. Hoppala. Komm bitte aus dem Fuß. Ich glaube, das liegt an dem effizienten Workout. Seid ihr noch alle da? Ready? Jump, vor und rück, go! Und da könnt ihr auch mal gern außerhalb des Musiktempos springen. Arbeit gleichmäßig. Arme unter der Schulterhöhe. Mir geht es bei den Cardio-Workouts, ich war noch nicht mal bei 30 Sekunden, mir geht es bei den Cardio-Workouts darum, dass wir die Herzfrequenz weit nach oben tun. 15 Sekunden noch. Komm. Das bist immer noch du. Noch 4, noch 3, noch 2. Pause, jetzt. Mehr Jungfrau. Körpermitte ist fest. Arme lang machen. Wir laufen der 30 Sekunden Marke. Verdammt nah ran. Da ist sie. 15 noch für euch. Haltet durch und bleibe in der Länge ausgestreckt. Rum. 4 spannen. War die letzten 4 an der Stelle. Letzten 3, 2. Wir treffen uns oben. Der Fuß ist dran. Und ja, ich weiß, es ist erst die zweite Runde, das macht nichts. Zusammen schaffen wir nachher auch noch Runde 3. Aber jetzt ist erstmal der Repeater wieder dran. Ready? Fuß, auf geht's. Jetzt los. Auch wenn du den Schlag nicht gehört hast, du hast mein Los gehört. Halte dein Rumpf stabil. Entscheide, wie schnell du das Bein ziehen kannst. Du hast genau noch 30 Sekunden. Ja, ich bin in der zweiten Runde ein bisschen früher ausgestiegen. Macht nichts. Besten Training ist das? Korrekte Mob. Euers. 4, 3, jetzt die letzten 15. Zieh. Nimm den geilen Beat. Ich hoffe, die Mucke gefällt euch immer nicht aus. Bisschen Heat. Nichts zum Mitrennen, das ist immer abgelenkt. Und dann kommt eure Pause in der zweiten Runde. Atmen, Beine lockern und unsere Cardio-Exercise-Bewegung kommt wieder. Die gebe ich euch übrigens auch immer ein bisschen schneller. Ready, go! Und dein Tempo. Vielleicht möchtest du den Jumping-Check ein bisschen tiefer machen. Vor und Seite. Drin bleiben, ihr Lieben. Komm. 12 Sekunden noch. Und dann ist deine dritte Runde bereits geschafft. Zumindest für Exercise 1. Halte durch. Alle noch ein bisschen schneller. Dein Finale.
4, 3, 2, go! Und wir treffen uns wieder unten bei einer Meerjungfrau. Oh, ist ja mein neuer Liebling, ja? Hab ich gesehen, hab ich gedacht, das muss ich haben. Vorbereiten! 4, 3, 2, geh los! Deine 24, meine 16. Mach dich lang, 8 für mich, 16 für dich. Die Zahlen, die ich euch angebe, ist immer das Maximum. Ihr könnt auch gern weniger machen. Euer eigenes Tempo finden. Deine letzten 8, 7, 6, 5. Alle noch da? Ja? Fleißig? Arme noch ein bisschen länger? Okay, ihr Lieben. Bremsen, wir treffen uns oben. Euch ist schon klar, nach der dritten Runde Repeater kommt das Schmankerl wieder. Was ich reibe, ist gut. Ready? Repeater, go! Ich muss immer hin. Gucken, dass ich ja das richtige Bein mit euch habe. Dass es mir nicht aus Versehen morgen auf einer Beinseite ein bisschen komisch geht. Ah, auch meine Frontposition, mein Blick leicht nach vorn, meine Arme in der Skater-Technik, Sprinterposition, locker mitziehen, einatmen, ausatmen, Druck aufs hintere Bein, vorderes Bein, volle Stabilität. 30 Sekunden bereits geschafft. Und jetzt lauf, lauf, lauf. Die Ziellinie ist da. Du hast die letzten drei großen. 4, 3, Bremse. Hopp. Schmankerl. Immerhin schon der vierte Durchgang. Ja, auch nach der Stunde könnt ihr uns gerne noch Kommentare schreiben. Wie ging es euch? Was ist eure Lieblingsübung? Was wollt ihr unbedingt mehr haben? Wir sind immer für euch da. Vierte Runde. Mountain Climber. 30 Sekunden. Ihr seid dran. 4, 3, 2, go! Schau mal, ob du siehst, dass deine Hände zwischen deine Ellenbogen ziehen. 15. Drück dich von deinen Händen stark raus. Und zieh die Knie weit nach vorn. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Achtung! Hosepause! Okay, durchatmen. Ich glaube, die Pause ist immer am längsten, kurz vor dem Finale, für mich gefühlt. So. Nachdem die Nicky beim Picknick ist, darf sie heute Abend doppelt so viel Liegestütze trainieren. Wir haben jetzt nochmal in Übung 2, gerne auf den Knien oder lang. Schaut mal, wir starten eng, wir ziehen nach außen und ziehen zusammen. Ja? Aufpassen, wenn ihr gestreckte Beine macht. Das ist wirklich anspruchsvoll. Übung 3 ist der sogenannte Plank and Pie. So, jetzt schaut mal seitlich. Ich fange, die Füße in der Tasche, der Ball ist schief gegangen. In der Planke, hoch in den Pie. Eine komplette Drehung zurück. Hoch, Circle out, Plank. Hoch, Circle out, Plank. Ja, das Anspruchsvoll. Übung 3. Das grüne Finale, da will ich nochmal alles haben. Wir treffen uns hoch mit Übung 1. Übung 1, Spickzettel A. Skiwählen bei 25 Grad in München. Aber es geht ja um Kabel. Gut, hier bereiten wir uns wieder vor. Und ich mache einmal ganz kurz hier meine Lieder zurück. So. Alle draußen da? Ski wählen, wieder ein bisschen schneller. In 8, 7, 6, 5, 4, 3. Community, auf geht's, Ski wählen! Ah, wieder Kommando 30 mit mir. 15 Sekunden ohne mich.
Dobra run! Mega!
Anja, wenn du sagst, du hast von der letzten Slider Fitch Muskelkater im Bauch, das waren 30 Sekunden, dann warte mal, was die bis jetzt hört, ja? Plank und Pike im Wechsel mit Leg Circus. 4, 3. Eure zweite Runde an der Stelle. Bremse rein. Stop here. Kommt mit mir hoch. Finaleinlauf. Dritte Runde. Ich freue mich auf euer Skiwählen. 1, 2. Und los geht's. Das ist jetzt deine dritte und letzte Runde. Jede Übung, die du dreimal gemacht hast, kommt heute nicht mehr wieder. Ja? Wichtig. 30 Sekunden noch. Spring noch mal ein bisschen höher, ein bisschen schneller. Gefühlt 3 Liter Wasser rausgeschwitzt, die habe ich heute noch gar nicht getrunken.
Style in XXL Slider Fit. Lade ich euch jetzt ganz herzlich ein, um 12 mit unserer Michaela live zu gehen. Vinyasa Yoga, das ganze Pendant. Ich heute Yang, Michaela Yin. Einatmen, ausatmen. Viele von euch kennen sie. Und wir haben sie uns heute live in unser Filmstudio eingeladen. Dresscode ein bisschen wechseln, ein bisschen was trockenlegen, nicht zum Brunchen abhauen und auch kein Mittagessen, es klingt halt ein bisschen später. Und öffne deine Arme mit mir. Streck dich zur Seite, andere Seite. Fließend hin und her. Und es ist wirklich toll, wenn ihr uns immer schreibt, kommentiert, liked, weiterempfehlt. Unser Slogan: Münchner für Münchner. Aber auch über unsere Landesgrenzen hinaus. Einatmen, öffnen, ausatmen, schließen. Es gibt viele tolle Menschen, denen man helfen kann, wenn sie sich einfach im Alltag in dieser krassen Situation ein bisschen mit uns bewegen. Ganz nach unserem Konzept: Stay healthy and fit. Schließe deine Beine, Kopf rechts und links mit mir. Claudia, Uschi, Akina, die ganz fleißig ist, die die Pistel als neuen Liebling gefunden hat. Diffa, Anna-Maria, toll, wie er immer mitturnt. Die Männer dürfen auch gern mitturnen. Ich weiß, bei dem einen oder anderen dürfen die Männer kommentieren, müssen schreiben, während die Frauen turnen. An der Stelle bleibt mir noch eins zu sagen. Ich mache mal meine Musik ein bisschen leiser. Wir haben auf unserem www.bodyandsoul.de haben wir unter Aktuelles den sogenannten Newsroom. Und im Newsroom findet ihr unseren Live-Session-Plan. Und da ist auch ganz wichtig, da seht ihr, wie unsere nächste Woche ausschaut. Wow, ist die voll. Wir haben wieder 7.30 Uhr und wir haben natürlich am Samstag unseren Mega-Saturday Yang und Yin Live-Convention-Tag. Ja? Tragt euch den ein. Ihr wisst ja, mittlerweile dürft ihr auch eine fremde Person aus dem Haushalt mit in die Nähe bringen. Vielleicht trainiert ihr doch mal mit eurer Freundin, mit eurem Freund zusammen. Aber Abstand halten, das wäre mir ganz wichtig. Ansonsten bleibt fit, bleibt gesund und wir sehen uns wieder auf diesem Kanal. Erst am Montagmorgen und dann freue ich mich einfach, wenn ihr bei der Michaela um 12 gleich wieder live seid. Bleibt dabei, alles Gute. Baba.